Moin Leute und herzlich willkommen zu einem der letzten Videos vom Free-to-Play Townhall 15 Projekt. Mittlerweile ist schon relativ lange her, am 10. Oktober haben wir gestartet und wir sehen hier, ich habe den letzten Bauarbeiter frei und die Luftbomben, die letzte Defense, die zum Verbessern ist. Danach sind noch 10 Mauern offen, aber wir sehen schon 5 Tage 19, das heißt, wenn ich jetzt die Luftbomben starte, werden meine Lager überlaufen. Ist mir jetzt aber egal, ich will endlich durch sein. Das heißt, ab jetzt bin ich eigentlich schon gemaxed down 15. Ein paar Mauern sind noch offen, die 10 Mauern werde ich in Zukunft mal angehen. Aber bis dahin habe ich noch etwas Zeit. Begleiter sind hier auf Level 2 und auf Level 7. Die Giftechse aktuell das nächste, was ich auf Level 10 freischalten will. Der Rest, wir sehen es hier schon, Könige sind durch und ein paar Truppen muss ich noch maxen, ein paar Zauber und den Kampfbohrer. Danach bin ich wirklich komplett gemaxt und ich bin bereit eigentlich schon wieder für Townhall 16. Können Sie hier einmal in der Übersicht anschauen, wie sieht das Ganze aus. Alles gemaxt, hier oben das eine Feld wird noch komplett blau, danach ist das fertig mit den Mauern. Aber wie lange hat es gedauert? 10. Oktober habe ich gestartet mit dem Townhall 15. Ich war gemaxed Townhall 14 und heute ist der 25.03. Das sind genau 200 Tage nach dem Update. Genau 200 Tage danach bin ich fertig. Das sind ungefähr 4700 Stunden und wenn wir das aufrechnen, dass ich 6 Bauarbeiter habe, sind das ca. 28.000 Stunden in Upgrade-Zeiten. Hört sich richtig brutal an, war auch ein guter Grind. Wie habe ich es angestellt? Ich habe geschaut, dass hier durchgehend am Upgraden ist und jedes Mal, wenn ich was starte, so abgegradet, dass es in 3 Tagen wieder abgegradet ist. Warum? Weil die meisten Gebäude so 18 bis 21 Tage haben. Wenn ich das dividiert durch die 6 Bauarbeiter rechne, sind das im Schnitt 3 Tage, wo etwas frei werden muss, um dann auch die Mauern jedes Mal raufgeben zu können. Und die Ressourcen nicht zu verschwenden. Wie gesagt, ein paar Mauern sind noch offen, aber das ist eine Kleinigkeit. Ja, wir sehen hier schon oben die letzten Verbesserungen laufen. Die Kanonen waren die letzten, die ich gemacht habe. Und hier unten die 2, die hier noch drinnen sind. Wie läuft es bei den Clanspielen? Clanspielen, nächster Überfall. Wenn ich hier in die Überfall reingehe, 27.000. Ganz ordentliche Punktzahl, die ich hier erreiche mit Luftangriffen und den Skelettenfallen. Dazu habt ihr ein Video in den letzten Wochen mal erhalten. Schaut da gern rein, wenn ihr noch keine gute Angriffsstrategie habt. Aber mit den Skelettenfallen auf alle Fälle noch immer eine sehr starke Angriffsvariante. Und zum Abschluss wollen wir uns noch meine Zusammenfassung durchschauen. Ich verlinke euch zu der Seite Clash of Stats. Da könnt ihr von allen möglichen Spielern, Clans und allen möglichen die History durchschauen. Wir können hier auf History und Progress Log durchgehen. Da könnt ihr nachschauen, wann ich was abgegradet habe. Wir sehen schon hier, im August 2022 war ich dann komplett gemaxed im Rathaus 14. Danach gleich angefangen natürlich mit den Helden zum Upgraden und natürlich als erstes das Townhall 15, um hier überhaupt was upgraden zu können. Das war, glaube ich, ein Buch, das ich hier verwendet habe. Danach habe ich mich hier schon im November auf den Digi spezialisiert, nebenbei immer die Helden. Wir sehen es hier schon, die Helden sind hier ganz schön öfter vertreten, weil einfach die Update-Zeiten recht kurz waren. Hier habe ich dann schon angefangen, den Phönix aufzuziehen. Im Februar war dann der Phönix fertig und hier fängt es mit der Echse an. Leider sind hier die Gebäude nicht mehr vermerkt. Ich glaube, das war mal. Aber wie gesagt, ihr könnt euch gerne da ein bisschen durchklicken, Rankings, History, alles mögliche. Hier oben die Zusammenfassung. Wenn euch irgendein Spieler interessiert, vielleicht einer, der euch in einem Clan anfangen wollt, könnt ihr ihn gern auf dieser Seite abchecken. Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn ich wahrscheinlich komplett durchgemaxt bin mit Rathaus 15, die Builderbase abgedatet worden ist, das sollte in der nächsten Zeit sein, oder eine andere Neuigkeit gibt hier in Clash of Clans. Bis dahin, ciao.